herzlich willkommen zu einem neuen Video. Oh Mann, oh Gott, oh Leute, echt. Oh, hört ihr was? Nee, ich auch nicht. Also, wie angekündigt, bin ich jetzt mit diesem Elektrobike mal unterwegs für euch. Ist ja alles ein bisschen kleiner und leichter als mein Motorrad. Und das Ding hat ja auch keine Kupplung und nichts. Ich muss also gucken, dass ich hier nicht die Vorderradbremse links mache. Ich sag schon immer die ganze Zeit, oh, bloß nicht bremsen und nichts. Und jetzt sind hier doch irgendwelche. Nee, hier halten wir nicht. Hier halten wir nicht. Da mache ich woanders. Oh, habt ihr das gesehen, ein Hase? Ja, das ist ein Elektromofa eher, also keine 125er. Und zwar 49 Kubik. Höchstgeschwindigkeit soll sie 50 haben, also laut den Papieren. Ich weiß, dass sie etwas schneller fährt. Das machen wir mal. Im Moment bin ich auf 41, 42. Ja. Ich muss gleich nur mal eine Ecke finden, wo ich sie euch ein bisschen vorstellen kann. Die zieht ganz schön an. Also man muss ein bisschen aufpassen mit dem Gas geben. Die ist flott dabei. Ist ja so. Na, und da muss man ganz sanft dosieren. Also wirklich sanfter als bei meinem Motorrad. Weil sonst kriegt man immer so einen Schub nach vorne. Ja, ich bin hier jetzt mal abseits des Weges ein bisschen gefahren, weil ich auch die Beleuchtung ausprobieren möchte. Könnt ihr ja sehen auf dem Video. Fürs Abblendlicht, ja. Das ist beim Mofa oder so ist das ja nicht anders. Und Fernlicht mache ich mal an, dann habt ihr das auch blau im Cockpit hier oder beim Display. Das ist ja eher ein Witz, ne? Also das finde ich ja eine kleine Funzel. Da finde ich ja schon das Abblendlicht irgendwie streut besser. Also Fernlicht. Ob du das nun anhast oder in Hamburg fällt ein Sack Kartoffeln um. Ja, macht überhaupt nichts her, finde ich, ne? Ja, sie fährt unglaublich leise, natürlich, kein Motorengeräusch. Das ist das, was ich ja immer so ein bisschen gefährlich finde, wenn man, ist ja wie mit den Radfahrern, ne, die ja auch mit diesen Hilfsmotoren fahren, die unglaublich auf Speed kommen und Geschwindigkeit kommen und auf einmal da sind. Also man muss, oder sage ich mal so, es muss einem einfach bewusst sein, dass wenn man damit fährt, Mensch und Tier einen nicht wahrnehmen. Oder relativ spät wahrnehmen. Die Augen immer überall halten, rechts, links gucken. Das ist wie beim Motorradfahren auch, dass man immer alles abscannt. Die Fahrbahn sehr vorausschauend. Blicken und fahren, was links und rechts um einen herum los ist, ob man irgendwie, wenn man an Fahrzeugen vorbeikommt, ob man da unter Kinderfüße sieht oder vielleicht eine Katze sich dahin gehockt hat und vielleicht rausspringt noch. Also
ja, ist einfach anders, natürlich mit Auto oder Motorrad, wo man ja Geräusche von sich gibt, als mit einem Elektrobike. Sie ist zügig unterwegs, auf jeden Fall. Ja, wiegt so um die 80 Kilo, soweit ich das verstanden habe. Nicht so schwer wie meine Honda mit 210. Das merkt man aber auch beim Fahren. Erstmal, weil sie ein bisschen kleiner ist und natürlich leichter ist. Für die, die kein Motorrad fahren, ist das natürlich kein Problem. So wie ich, jemand, der aber ein schweres Motorrad unter sich hat, und dann hat man nachher etwas Leichteres unter sich. Ja, das fühlt man einfach, ne? So, ich reiß jetzt mal auf. Ich bin jetzt mit dem Grasgriff einmal komplett aufgerissen oder durchgezogen. Wir sind jetzt bei 53 km/h. Bergab werden das wohl nochmal 2-3 km/h mehr sein. Ja, und das relativ schnell. So, wie versprochen, stelle ich euch jetzt das Elektro-Moped vor, oder Mofa. Gehört zu den Leichtkrafträdern, ist eine 6, hergestellt in China. Hat jetzt gute 600 Kilometer runter. Ich durfte sie mir nochmal ausleihen, hierfür nochmal vielen Dank. Hier vorne haben wir ein schönes LED-Display, was ich nochmal anmache. Ja, sehr modern gemacht alles. Ihr seht hier, Gear bedeutet, in welchem Fahrmodus ich bin. Und zwar kann man hier tatsächlich verstellen an den Drehregler 2, 1. Es hat was mit der Endgeschwindigkeit zu tun, wenn man den Hahn hier aufdreht. Ich glaube, bei 1, da fährt sie nur 15, 20 km/h, bei 2 müsste sie bei 25, 30 liegen. Stufe 3 ist aber das Normale, was man fährt mit der Maschine. Da ist sie gute 50 km/h schnell. Bergab vielleicht, habt ihr das gesehen, ist sie auch ein paar km/h schneller. Wir haben hier den Batterieladezustand, liegt bei 95%, dass ich Abblendlicht anhabe, das sieht man auch hier im Display, wenn ich es ausmache und anmache wieder. Gesamtkilometerzahl seht ihr oben. Also alles sehr modern gemacht, muss ich sagen. Wir haben hier, ich meine, keine Warnblinkanlage, das macht aber auch nichts. Nein, haben wir nicht. Hier vorne ist die Hinterradbremse, was bei mir beim Motorrad, die mit Schaltung fahren, ja die Vorderradbremse ist. Deswegen muss ich ein bisschen umdenken. Das fällt mir auch echt nicht immer leicht. Hier links ist die Vorderradbremse, die dann greift. Zu den Bremsen an sich haben wir hier Scheibenbremsen drauf, ganz normal. Bremsleitung Standard, wobei wir für hinten, was ich schon gesehen habe, das kann man hier vorne auch gut sehen, das hier ist eine Steilflex-Bremsleitung. Die muss auch erheblich mehr Druck wohl aushalten. Die geht hier hinten rüber und da kann man sie sehen. Also ganz deutlich ist das hier eine Steilflex-Bremsleitung. Wir haben hier ein gutes Federbein drauf. Ja, E-Roadster wird sie mit genannt. Alle Beleuchtung ist mit LED, beziehungsweise hier vorne, das kann ich euch auch noch mal zeigen, da ist noch eine Glühbirne drin, aber so ein Tagfahrlicht hier unten, das ist dann mit LED. Ja, was haben wir noch? Also Sitzhöhe, schätze ich mal, müssten so 65 cm sein. Da ich 1,75 groß bin, ist es aber kein Problem. Es ist sehr angenehm, darauf zu sitzen. Man kann hier auch einen Sozius mitnehmen. Man sieht das hier an den Fußrasten. Also könnt ihr noch einen weiteren Fahrgast mitnehmen. Dann haben wir hier vorne noch eine Upside-Down-Gabel, wie ihr sehen könnt.
Und ja, ach so, hier, wo eigentlich der Tank ist beim Motorrad, ich mach den mal auf. Das ist ein schöner Stauraum. Da ist zum Beispiel, was haben wir hier, eine Warnweste drin. Die sollte man übrigens immer dabei haben, auch als Motorradfahrer sowieso. Man kann da noch ein bisschen Werkzeug reinlegen und ja, also Stauraum von gute 7 Liter, wenn nicht sogar 10, müssten da locker drin sein. Also das finde ich gut, wenn man ein paar Kleinigkeiten hat, dass man die da einfach mit ja, verstauen kann. Ja, fahren kann man das Bike mit einem mit den Führerscheinen der Klasse B oder BE aufwärts, mit A natürlich sowieso. Aber für die das interessant ist, denke ich mal, also eine Mofa-Prüfbescheinigung reicht hier nicht, dafür ist sie einfach zu schnell, ne? Dadurch, das haut dann nachher nicht hin, aber mit einem normalen Autoführerschein könnt ihr diese Maschine fahren, liegt so Kostenpunkt bei 2,5. Da könnt ihr euch ja informieren, wie das aussieht, wo die Preise herkommen oder ob das die noch günstiger gibt. Ich weiß, dass die Bekannte hier 2.500 gut bezahlt hat für das Schätzchen. Nagelneu, hat ein paar Wochen gewartet, bis sie da war, aber dann war alles gut. Sitzposition gut, finde ich. Das Einzige, was ich ja gar nicht leiden mache, sind diese komischen Spiegel, aber das ist ja Geschmackssache. Das ist ja nun mal so, vor allen Dingen, weil sie so eher so als Nähe drüber kommt. Zum Fahren bräucht ihr auf jeden Fall sowas hier. Da ist nochmal die Bezeichnung drauf. Das ist die Bescheinigung für dieses Fahrzeug. Ist aus 2019 hergestellt. In China steht auch nochmal drauf. Und eben eine Versicherungsbescheinigung, eine aktuelle. Weil dort, wie ihr sehen könnt, ein Versicherungskennzeichen dran ist. Das heißt, dass sie auch nicht zum TÜV muss. Das liegt alles sozusagen in eurer Hand, zu sehen, wie das ist mit der Bereifung, wann die abgefahren ist, wie das aussieht mit den Bremsen, wann sie nachlassen. Ihr habt ja überall rechts und links hier so einen Bremsflüssigkeitsbehälter. Da ist so eine kleine Glasscheibe drin. Und da kann man hervorragend ablesen nachher, wenn da hier der Pegelstand sinkt, dass die aufgefüllt werden muss. Für die, die keine Ahnung haben, würde ich auch empfehlen, sie zu einer Fachwerkstatt einfach zu bringen. Ja, ansonsten macht Spaß. Ja, doch, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall günstiger als ein Auto. Spart unheimlich viel Platz, gerade vielleicht, wenn man so im Großstädtenbereich ist, wo sowieso dauernd Stop and Go ist und die Autos eh nicht über 30 km/h mehr kommen. Für die Leute ist das wirklich interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie hat, wie gesagt, eine Reichweite von gute 100 Kilometer. Das kommt auch schon hin. Hat so an sich auch keinen Leistungsverlust dann und fährt sich bis jetzt eine sehr, sehr gut, muss ich sagen. Doch, jetzt habe ich ein paar Kilometer gemacht und ja, ich finde, sie kommt so eine, ich weiß nicht, Honda Monkey oder diese MSX, diese kleinen 125er Maschinen, da kommt sie ja schon bald ran, ne? Ja, ansonsten gibt es ja auch nicht mehr so viel zu sagen. Ach so, doch, ich wollte euch nochmal zeigen, wo sie denn geladen wird. Das ist bei dieser Maschine so, dass ihr hier die Sitzbank abbaut, beziehungsweise hier könnt ihr die, wenn ich das endlich schaffe, geht doch, hier könnt ihr sie hochnehmen. Dann haben wir hier die ganze Elektronik. Stauraum haben wir hier nicht mehr. Also ja, für so einen kleinen, ach, was weiß ich, Kleinwerkzeug, das geht dann noch, ne? Das kann man da reinpacken. Ansonsten haben wir hier den Stecker. Ich hoffe, ihr könnt den sehen. Das Akkuladegerät wird mitgeliefert. Ja, und sie kommt eigentlich in so einem halbvollen Zustand schon an. Und hat dann noch 4-5 Stunden gebraucht, dann war sie nachher voll, wenn überhaupt. Also das ging relativ fix, muss man sagen. Ja, hat schon Regengüsse abgekriegt und alles, trotzdem Elektrik, alles gut, keine Probleme. Ja,
das ist jetzt die Sachs, der E-Roadster aus China. Und ich werde mich weiter auf jeden Fall, also auch den Kontakt halten, um zu erfahren, nachher, wenn die Kilometerzahl auch höher ist, wie das sich weiter verhält. Aber so macht sich einen sehr guten Eindruck, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Leute, das war's erstmal. Ja, mal gucken, was ich dann als nächstes Probe fahre. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Haut rein. Ich hoffe, euch hat mein letztes Video auch gefallen. Schreibt mir oder klatscht mir das in die Kommentare. Oder wenn ihr Fragen habt, ich antworte auch. Ja, die zieht ab, Kenners. Also man kommt schon hinterher mit dem Verkehr. Da muss auch keiner einen überholen. Und tut mir einen Gefallen, fahrt nicht zu weit rechts, ne? Weil ihr meint, auch wenn ihr einen 25er Mofa-Roller fahrt, dann hat man die Tendenz, oh Gott, alles ist schneller, ich muss mich ganz weit rechts halten. Das ist völliger Unsinn. Euch gehört die Fahrbahn, wie ein PKW auch. Das bedeutet, dass ihr die ganze Fahrbahnbreite ausnutzen könnt und euch nicht rechts irgendwo an den Fahrbahnrand quetschen müsst. Zudem, da die Sturzgefahr erheblich erhöht ist, da sind die Ablaufrinnen und sowieso jetzt mehr Blätter. Also für die das noch nicht wissen oder nie gewusst haben, quetscht euch nicht als Mofa-Fahrer da rechts an den Fahrbahnrand. Ihr seid ein vollwertiger Verkehrsteilnehmer, wie hier eben jetzt, wie ihr gesehen habt, den Fahrradfahrer auch. Wenn er auf der Straße schon fährt, dann gehört ihm die ganze Breite.